Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ich hätte bereits vor einer Viertelstunde in der Arbeit sein sollen. Wir haben einen offiziellen Termin. Ist dir die Arbeit wichtiger als unsere Beziehung, Julia? Ach auf, Florian, es gibt keine Beziehung. Du hast es verspielt. Wie oft soll ich dir eigentlich noch sagen, dass mir diese Frau überhaupt nichts bedeutet? Ist doch lächerlich. Kurz mal drüber, sich dann auch noch erwischen lassen und dann am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen schieben. Florian, ich dachte, du hättest mehr Respekt vor mir. Vor uns. Sag mal, bist du nicht ein guter Freund von Olivia? Wir kennen uns doch. Von der VL Faces Eröffnungsparty, genau. Gregor, richtig? Ja, Gregor ist richtig, aber ich bin eher ein guter Bekannter von Olivia. Das nenne ich mal einen guten Zufall, oder? Ich bin übrigens Verena. Hättest du irgendwie meinen Namen vergessen? Nein, Verena. Hey, das war toll damals, ja. Nee, wir sollten unbedingt auf unser Wiedersehen anstoßen, oder? Auf jeden Fall. Hier, zwei Gin Tonic, bitte. Ist okay für dich? Na klar. Wie wär's mit einer kleinen Pause? Oh, gute Idee. Sommer in Düsseldorf ist gar nicht mal so schlecht. Ich bin zwar immer nur auf dem Zwischenstopp hier, aber es ist jedes Mal richtig relaxed. Wie lange bleibst du diesmal? Morgen früh geht mein Flieger. Shooting in New York. Also nicht sehr lang, wenn du mich fragst. Tja, das heißt, wir sollten den Abend heute ausnutzen. Location wechseln? Ich find's hier eigentlich ganz angenehm. Wobei ich natürlich eine Wohnung kenne, die einen fantastischen Blick über die Stadt bietet und ein sehr bequemes Sofa. Klingt fantastisch. Ich habe es Ihnen schon 100-mal gesagt, Frau Griese. Sie müssen mehr auf Ihr Erscheinungsbild achten. Ich meine, wir haben hier die wichtigste Tagung des Jahres. Und ich kann nicht verstehen, wie Sie sich so haben kleiden können. Damit du mir besser ins Dekolleté schauen kannst. Das gibt's ja nicht. Du musst den Alarmknopf drücken. Nein, 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 das ist ein Stromausfall. Melanie, wenn wir jetzt Hilfe holen, dann bringt das eine riesige Aufregung. Was denn für eine Aufregung? Da kommt nur ein Techniker. Ja, klar. Und jede Menge Zuschauer. Melanie, die ganze Firma ist im Hotel. Nun mach dir mal keine Sorgen. Wir sind bald wieder hier raus. Es wird hier immer heißer. Riechst du das auch? Das bildest du dir nur ein, das bildest du dir nur ein. Ach Mann, wie lange sollen wir denn noch hier hocken? Es dauert eine Ewigkeit. Mach dir keine Sorgen. Wir müssen nur... Geht's dir nicht gut? Warten. Doch, doch, alles in Ordnung. So siehst du aber nicht gerade aus. Mann, das Hotel ist voller Kollegen. Okay? Nein, bitte. Du wirst hier nicht. Sava! Hey! Hallo! Hilfe! Da ist hier jemand! Hallo! Das ist der Aufzugalarm. Ich muss hier raus! Warum bist du denn gestern nicht ans Telefon gegangen? Mir war nicht gut. Ich war ziemlich früh im Bett. Warum hast du denn nicht Bescheid gesagt? Ich hätte mich doch um dich gekümmert. Ja, das lieb von dir. Aber ich wollte einfach nur schlafen. Tja, mit so einer Magenverstimmung ist nicht zu spaßen, was? Magenverstimmung? Ja, Gott sei Dank hat sich ja Nelly aufopferungsvoll um ihn gekümmert. Redest du etwa von Nelly Heldmann? Ja, sie war wirklich sehr besorgt um Mark. Sie hat ihn nach Hause gebracht und hat ihn offensichtlich wieder gesund gepflegt. Was sollte das gestern? Du und Marc, meine ich. Was denn? Du weißt ganz genau, dass er und ich ein besonderes Verhältnis haben. Aber du nutzt die erstbeste Gelegenheit, ihn in die Kiste zu kriegen.
Er wollte nach Hause gebracht werden, weil er konnte nicht alleine fahren. Wegen der Eier. Und du warst nicht da. Ach, wie praktisch. Sie ist nicht so ein Allerweltsweibchen. Sie hat das gewisse Etwas. So, das gewisse Etwas, ja? Die umwerfende, atemberaubende Nelly. Die hat sie wo angetan, was? Gehst du bitte wieder nach hinten? Wir sind im Landeanflug. Weißt du, was du mich mal kannst? Geh nach hinten. Das ist eine dienstliche Anweisung. Warum gibst du mir keine dienstliche Anweisung, mich aus deinem Leben zu verpissen, damit du mir Zeit mit deiner tollen Nelly-Kuh hast? Klärt das nach der Landung. Geh jetzt bitte wieder nach hinten, Antje. Das Allerweltsweibchen wird's aber jetzt geklärt haben. Wenn ihr während der Arbeitszeit schon über mich ablästern könnt, dann kann ich auch während der Arbeit eine klare Ansage vom Marc verlangen. Geht's zurück sofort? Lass mich! Wie lange bleibst du? Nicht reden. Ich will, dass du hier bleibst. Du hast nichts verstanden. Und dann sehen wir uns wieder. Mal schauen. Darf ich dich mal küssen? Nein. Warum nicht? Ihr habt euch also zufälligerweise auf der Straße getroffen. Und zufälligerweise habt ihr euch verabredet und zufälligerweise kommst du heute erst um 6 Uhr morgens nach Hause. Alles klar. Na und? Wo ist das Problem? Soll ich mich abends bei dir schriftlich abmelden oder was? Sag mal, spinnst du eigentlich? Darum kann es doch nicht gehen. Hier geht's doch darum, ob wir das zusammen hinkriegen. Es ist unglaublich mit dir. Warum regst du dich so auf? Ich reg mich nicht auf. Ich stell dir nur ein paar Fragen. Na, ist ja alles gesagt. Bitte was? Ich glaube, das hat keinen Sinn mehr so, Lara. Du machst es dir ja ziemlich einfach. Wer war denn das jetzt? Ist doch jetzt auch egal, oder? Nee, sag doch mal kurz. Marc, und nun? Ach so, Marc. Und wieso ruft er jetzt an? Der kann doch wohl mal anrufen. War ja nur eine Frage. Können Sie nicht aufpassen, Signorina? Tut mir furchtbar leid. Heute ist einfach nicht mein Tag, warten Sie. Piano, piano, Signorina. Ist ja alles so schlimm. Ne? Das Hemd wollte ich sowieso reinigen lassen. Nonche problema. Die Italiener immer mit ihrem Charme. Ist lange her, dass ich einem echten Gentleman begegnet bin. Aber einen so richtig glückliche Eindruck machen Sie mir nicht, Signorina. Aber wissen Sie was? Sie können Ihren Fehler wieder gut machen, indem Sie mich einfach zu einem Sonntagsbrunch so begleiten, ne? Na, wenn das alles ist, um meinen Fehler wieder gut zu machen? Sagen wir morgen um 12 Uhr im Casa del Café, va bene? Va bene. A domani. A domani. Könntest du das nochmal wiederholen? Gern. Willst du mich heiraten? Da muss ich kurz überlegen. Natürlich. Lass dir Zeit. Aber wir passen doch gar nicht zusammen. Ich spüre eine große Vertrautheit zwischen uns, so als wärst du schon immer da gewesen. Mhm. Hör mal zu. Zarter Widder mit gebrochenem Herz, aber nicht ohne Hoffnung, sucht reife Brünette für die gemeinsame zweite Hälfte des Lebens. Ja, und? Ja, schön. Hast du schön geschrieben. Das ist das schönste Kompliment, das ich seit langer Zeit bekommen habe. Gern, aber... Aber was? Ja, schau mich doch mal an. Ich bin doch schon eher blond, oder? Das ist doch eher eine Frage des Charakters, oder? Ja, da hast du auch wieder recht. Bitte, wie geht's ihm? Kann ich zu ihm? Im Moment nicht, er wird gerade untersucht. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Freund ist bald wieder auf den Beinen. Was soll ich dann für ihn tun? Wie kann ich ihm helfen? Kann ich Sie anrufen? Bitte. Mich anrufen? Ja gut, also ich kann Ihnen meine Handynummer geben. Es war nur eine Hitzeerschöpfung. Er sollte bei diesen Temperaturen nicht joggen. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Doktor. Ich verstehe nicht so viel von Medizin. Ich brauche doch Ihre Hilfe. Mhm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.